So, grüß Gott, herzlich willkommen zur Geschichte der Mathematik. Heute nochmal Altertum bzw. frühes Mittelalter, asiatische Kulturen. Ganz am Anfang gibt es ein kleines Erratum, da war was falsch beim letzten Mal auf einer Folie. Das will ich ja auch nochmal gesagt haben, habe ich witzigerweise mitgekriegt, weil das jemand auf YouTube kommentiert hat. Und da gibt es die Leitfragen zur Prüfungsvorbereitung. Gut, und dann auch zur wichtigen Erinnerung, ab kommender Woche macht das Kollege Dörfler, das ist dann nachmittags und irgendwie immer munter wechselnd in verschiedenen Hörsälen. Und das wird auch nicht aufgezeichnet, also da muss man dann mitschreiben oder er stellt, glaube ich, auch, er wollte, glaube ich, auch Text als PDF oder so zur Verfügung stellen. Da wird er sich sicher noch melden. Und wir haben dann jetzt auch den ersten Prüfungstermin fixiert, auf den 25.01. Da ist dann nur Herr Dörfler da, da bin ich nicht, witzigerweise in Indien, thematisch passend. So, gut, das Erratum, der Modus Ponens stand da falsch rum, hat aber irgendwie keiner gemerkt. Da stand, wenn A dann B, B ist wahr, dann ist auch A wahr und das ist natürlich genau falsch rum. Das ist ja dieses Beispiel mit, wenn es regnet, wird die Straße nass. Aus dem Nasssein der Straße kann man dann aber nicht aufs Regnen schließen, sondern man kann nur vom Regnen auf das Straße-Nasssein schließen. Also muss da korrekterweise über diesem Strich das A stehen und unter dem Strich das B. Vielleicht auch noch mal im Vergleich dazu ja bei dem Modus Tollens. Wenn es regnet, ist die Straße nass. Wenn die Straße dann nicht nass ist, dann kann man schließen, dass es auch nicht regnet. Also so rum funktioniert es dann wieder. So, das war da leider falsch. Gut, dann die Leitfragen. So, mal die erste Frage, welche wesentlichen mathematischen Inhalte, Tätigkeiten lassen sich für Mesopotamien für die Zeit um 3000 vor Christus, das ist so dieser Übergang von der vorschriftlichen zur frühschriftlichen Kultur, also die Antwort darauf wäre, naja, die haben da das Zahlzeichen, metrologische Zahlzeichensysteme entwickelt und da sind so die Wirtschaftstexte mit den ersten mathematischen Probleme entstanden und um 2000 vor Christus in Altbabylonien ist dann deutlich mehr. Da ist ja dann schon das keilschriftliche Zahlsystem, was ja im Grunde genommen schon ein Positionssystem ist, nur eben ohne Null. Und mit dieser Mischung, dass man da einerseits die 60er-Einteilung drin hat und dann teilweise aber auch die 10er-Einteilung. Und da hat man dann ja dann auch schon einiges, das hatten wir uns ja angesehen, einige geometrische Sachen und dass man schon Gleichungen gelöst hat und so. Das wäre die Frage. Dann vielleicht auch noch mal so als speziellen Fokus, weil meinem Eindruck nach das relativ viel Raum eingenommen hat in der Vorlesung. Was unterscheidet eigentlich diese protokeilschriftlichen oder metrologischen Zahlsysteme? Metrologisch ja von... metrologisch, ja, jetzt steht es eh richtig da. Das sind ja quasi, hat ja nichts mit Wetter zu tun, sondern meint mit Gewichten und anderen Maßen. Dass man da noch hingegangen ist und für sozusagen für die zusätzlichen Stellenwerte immer neue Zeichen eingeführt hat, ist ein wesentlicher Unterschied zu dem Keilschriftsystem, wo man ja nur zwei Grundzeichen hat und mit deren Kombination auskommt. Und ein anderer wesentlicher Unterschied ist, dass diese 60er-Einteilung dann standardisiert ist in dem Sechsagesimalsystem, wohingegen bei diesen metrologischen Zahlsystemen eben abhängig vom Kontext unterschiedliche Bündelgrößen sind. Das ist ein anderer Nachteil oder Unterschied. Und es ist natürlich mit dem Sechsagesimalsystem dann letztlich leichter auch zu rechnen, dadurch, dass das so ein Positionssystem ist, insbesondere zu addieren. Welche Nachteile hat dieses Zahlzeichensystem gegenüber dem heute gebräuchlichen Dezimalsystem? Insbesondere das Fehlen der Null, würde ich mal meinen. Dadurch ist es dann teilweise etwas, und das Fehlen auch letztlich des Hinschreibens eines Dezimal- bzw. Sechsagesimal-Trennzeichens, das heißt 35, 3,5, 305, 3005, sieht letztlich alles gleich aus, höchstens mit irgendwelchen Lücken geschrieben, was nicht so praktisch ist natürlich dann zum Rechnen. Welche mathematischen Inhalte, Tätigkeiten lassen sich anhand des Papyrus Rind für das mittlere Reich in Ägypten nachweisen. Da gibt es, glaube ich, eine Folie, wo das schön versammelt draufsteht, was die so konnten zu der Zeit. Das ist ja die wesentliche, fast einzige Quelle, die man da hat.
dann wie und warum funktioniert das Multiplizieren und Dividieren nach der altägyptischen Methode. Das ist dieses mit dem Verdoppeln und Verzehnfachen. Also ich würde da nicht, also man kann jetzt nicht erwarten, dass genau die Fragen in der Prüfung stehen. Das könnte dann auch sein, dass da so ein Beispiel angerechnet ist und jetzt soll man sagen, ah, erkläre, wie das da gerechnet ist oder rechne nach demselben Muster das und das. Das ist auch möglich. Aber das sollte man sich mal angucken oder noch mal anhören, wie das da funktioniert hat. Also verdoppelt, halbiert, verzehnfacht, um eben zu dividieren und multiplizieren. Und dann auch noch, wie es mit den Brüchen umgegangen worden. Die hatten ja im Grunde genommen nur die Stammbrüche plus noch das Zweidrittel in Ausnahmefällen. Und da haben wir uns ja auch angesehen, wie das eigentlich funktioniert, dass man zu so einer Stammbruchdarstellung kommt und wie man dann damit auch multiplizieren zum Beispiel kann. So, und dann vielleicht auch noch, das ist eh sehr ähnlich wie das mit dem Multiplizieren, wie wurden die linearen Gleichungen gelöst? Das funktioniert ja auch man ist sich ja nicht so ganz sicher, ist das jetzt ein falscher Ansatz oder ist das letztlich doch ein Umformen von Gleichungen, aber es funktioniert jedenfalls so, dass man mit irgendeiner Testzahl ansetzt und dann auch wieder durch Verdoppeln und Halbieren schaut, dass man dann auf das richtige Ergebnis kommt. Antikes Griechenland. Worin sind wesentliche Unterschiede der sich in Griechenland, insbesondere in der athenischen Periode, herausbildenden Art, Mathematik zu betreiben bzw. niederzuschreiben gegenüber der babylonischen und ägyptischen Art? Das meint insbesondere, dass in Babylon und Ägypten im Grunde Rechenrezepte aufgeschrieben worden sind, ohne jegliche Begründung. Das hat man dann ab der athenischen Periode, also so einsetzen mit Platon und mit Aristoteles, nicht mehr als hinreichende Art, Mathematik aufzuschreiben oder zu betreiben, betrachtet, sondern dann ist eben diese Art des deduktiven Schließens aufgekommen. Das sollte man sich da gemerkt haben. Das ist ein ganz wesentlicher Unterschied. Ich kann auch sagen, ein anderer Unterschied wäre vielleicht auch, dass dafür der Umgang in der griechischen Mathematik mit den Bruchzahlen etwas verkrampfter war, weil die ja nicht wirklich als Zahlen gegolten haben. Lange Zeit, da hatten dann dafür die Babylonier und die Ägypter eigentlich gar keine Probleme mit. Oder auch die praktischen Fragestellungen haben den Babyloniern und Ägyptern eigentlich etwas näher gelegen. Das wären auch noch Unterschiede, die man nennen kann. Aber der Wesentliche ist sicher der, dass das da übergeht von einer reinen Weitergabe von Rezepten für insbesondere die Ausbildung von Schreibern zu eben der Beschäftigung mit Mathematik um ihrer selbst willen, auch als zur Schulung des Geistes eben für die angehenden Philosophen und das entsprechend eben mit dieser Methode des deduktiven Schließens und des Zurückführens auf Axiome und so weiter. Welchen der historischen Perioden, da unterscheiden wir ionisch, athenisch, alexandrinisch und Spätzeit, sind wichtige Namen zuzuordnen? Jetzt werde ich nicht nach allen fragen. Also, ich meine, okay, da könnte man fast wie so eine Zentralmatura-Aufgabe machen, ne? Links stehen die Personen und rechts stehen die Dings und sie malen dann so. Ich meine eher, sie sollten so ungefähr wissen, wer da wohin gehört und eben auch, was so die ganz wesentlichen Dinge sind, dass man für Thales, Pythagoras, Euklid, Platon, Archimedes, Aristoteles, Diophant immer in so 2, 3 Sätzen sagen könnte, ah, der hat sich unter anderem mit dem beschäftigt oder meinetwegen, der Platon ist sehr wichtig, weil der da diese Akademie gegründet hat und der ist so wichtig für die ganze Philosophie, die hinter der Mathematik steht, die da im Altertum in Griechenland betrieben ist. Der Euklid ist so wichtig für die Zeit, weil der eben diese Elemente geschrieben hat, die quasi ja so State of the Art der Mathematik da in der Art, wie der Platon sich das gedacht hat und der Aristoteles aufgeschrieben und festgehalten hat und damit sehr wichtig für die Überlieferung. So, der Diophant wäre dann eben wichtig, weil der sich sehr massiv dann mit dem Lösen von Gleichungen auseinandergesetzt hat. Wobei dann zum Beispiel bei Aristoteles und Diophant das dann ja schon nicht mehr so in der Strenge stimmt, was für Platon und Archimedes richtig ist. Also die sind ja da etwas unverkrampfter dann wieder, was zum Beispiel den Einsatz von technischen Hilfsgeräten angeht.
Das ist dann auch hier, kommt dann in den nächsten zwei Fragen. Worin besteht die zeitgenössische und die über die Antike hinausweisende Bedeutung der Elemente des Euklid? Ja, da würde ich sagen, zeitgenössisch, ne, der hat das halt versammelt, ne, das Wissen und in eine einheitliche Form gebracht, das ist da wichtig. Und im Grunde genommen ist das aber ein Vorbild für, man kann sagen, die nächsten 1000 Jahre, wie Mathematik aufgeschrieben und betrieben wird. Und ist längste Zeit bis ins 19. Jahrhundert rein noch als Schulbuch verwendet worden. Also das ist sozusagen die über die Periode hinausreichende Bedeutung. Und was sind insbesondere Zirkel- und Linealkonstruktionen? Dass man da sehr klar sagen kann, das Lineal ist ein Instrument zum Herstellen von Geraden und sonst nichts. Damit kann man zwei Punkte verbinden und über ihre Enden hinausschießen. Mehr ist damit nicht erlaubt. Und Zirkel, da kann man einen Kreis bezeichnen. Und an sich sind das gedachte Instrumente, die ideale Objekte erzeugen. So, also bei der Dreiteilung des Winkels geht es nicht darum, dass man auf dem Papier nicht einen Winkel in drei gleich große Teile kriegt. Das kriegt jeder irgendwie hin. Sondern da geht es darum, dass das exakt nur mit den zwei Instrumenten nicht gehen würde. Und wir haben ja gesehen, wie zum Beispiel dann der Archimedes das gelöst hat. Und das ist dann auch die andere Frage, worin unterscheiden sich Platons und Archimedes' Haltung zur Mathematik grundlegend, wäre eben dieses, der eine, der an diese idealen Objekte denkt, Zirkel und Lineal, ganz strenge Beschränkung auf wenige Sachen, und der Archimedes, der eher so eine physikalische Herangehensweise hat und dann eben auch den Hilfsmitteln gegenüber aufgeschlossener ist. So, das wäre antikes Griechenland. Das müssen Sie sich so ungefähr merken. Jetzt beim Thales sollten Sie zum Beispiel wissen, ah, da war der Thales-Satz und da waren noch zwei, drei andere Sachen, die der gemacht hat. Pythagoras, ja, Pythagoras-Satz, aber der hatte halt auch seine Schule, die Pythagoreer, die haben sich viel beschäftigt mit figurierten Zahlen zum Beispiel. Da ist diese Lehre vom Geraden und Ungeraden entstanden. Ja, das ist, glaube ich, schon okay. Aber ich frage dann immer spezieller, also ich frage jetzt nicht genau die Frage. Die Leute, die bei mir Grundfragen hatten, kennen das ja auch schon, dass das sind Fragen, die helfen, wenn man sich noch mal anguckt und sich was rausschreiben will oder so, für die Prüfung das zu wiederholen. Aber es sind nicht eins zu eins die Fragen, die dann in der Prüfung drankommen. Das, ich glaube, da würde ich auch meckern mit Herrn Dörfler kriegen. Außerdem, wenn das dann alles so öffentlich auf YouTube ist, geht das mal gar nicht. Ne? Ich könnte jetzt fairerweise das auch komplett rausschneiden aus dem Video, um Sie in gewisser Weise besonders zu belohnen fürs Anwesendsein, aber das werde ich schon nicht machen. Also, das wird da schon noch mit drin stehen. Gut, altes und frühmittelalterliches China. Frühmittelalterliches auch deswegen, es gibt da irgendwie so eine einigermaßen natürliche Grenze, die man ziehen kann, so um, muss jetzt nachgucken, ja, so gegen 1000, und da wird man ja in der Regel 1000 nach Christus, ist glaube ich schon mitten im Mittelalter, ne? So für die Geschichtsleute, deswegen eben auch frühes Mittelalter noch. So, also hier Herr Wussing und Herr Alten schreiben da so schön, China eines der ältesten und bedeutendsten Kulturvölker, herausragende Traditionen in Mathematik, Astronomie, technische Erfindungen, zum Beispiel sehr früh schon Buchdruck mit beweglichen Lettern, Kunst und Literatur auch viel. Die ältesten Ausgrabungsfunde datieren so auf 1600 aus Anyang am Gelben Fluss und dann am Yangtze-Kiang hat man wohl auch noch Sachen gefunden. Und der älteste erhaltene mathematische Text, dieses Wang Shu Shu, Rechen- und Zahlenbuch, hier beim Dings Wussing heißt, glaube ich, leicht anders. Das ist ja immer nicht ganz klar. Also hier haben Sie A, das Problem, dass natürlich die, also ich habe jetzt nicht immer die chinesischen Schriftzeichen dazugegeben, die Transkriptionen sind einfach nicht immer gleich. Das wird teilweise etwas unterschiedlich geschrieben. Die Transkription in unsere Schriftzeichen. Rechen- und Zahlenbuch, datiert auf ca. 200 vor Christus. Wir werden nachher noch lernen, warum es kaum ältere Quellen gibt. Und wenig jünger ist dann das bekannteste, ist dieses 9 Bücher arithmetischer Technik. Das ist schon deutlich früher gefunden worden. Da gibt es schon eine Übersetzung 1968. Was sehr ähnlich ist in all diesen Büchern, die man da hat, also dann noch diese Zu-Gnomon-Schattenrechnung, und die 10 mathematischen Klassiker, die dann so 65 nach Christus das Standardlehrbuch für Staatsbeamte wurden, da ist das auch so, das sind wieder so Rechenanleitungen. Da steht immer so, die erste Regel ist,
mach das so und so. Noch eine Regel ist, mach es so und so. Die dritte Regel ist, mach das so und so. Also so sind die immer aufgeschrieben. Es gibt einzelne Elemente von Begründungen, zum Beispiel vom Satz des Pythagoras, zumindest so mit so Figuren, wo dann steht, ah, daran siehst du, dass das so und so ist. Und was vielleicht ein Unterschied ist jetzt gegenüber Ägypten und Mesopotamien, liegt aber auch daran, dass die Sachen jünger sind. In der Regel sind schon Zuordnungen personell auch möglich, wobei das teilweise wieder so ist, dass das eben Abschriften auch wieder sind. Insbesondere, weil es da um 200 was gibt, was, da war halt eine Bücherverbrennung. So. Und deswegen gibt es viele ältere Sachen nicht. Die waren dann irgendwie verboten. Und man hat dann die Sachen mit Kommentaren, aber die Leute, die das kommentiert haben, zum Beispiel dieser Liu Hu, ist wohl der bekannteste, der gilt auch manchmal als der chinesische Pythagoras. Der hat dann doch sehr sorgfältig versucht zu trennen, was ist der Kommentar und was ist das, was da gesammelt worden ist. Und außerdem ist der Abstand da auch nicht so groß. Also wir hatten ja dann beim Euklid teilweise über 1000 Jahre, die dazwischen liegen, zwischen wann ist das eigentlich entstanden und was sind so die ältesten halbwegs vollständigen Texte, die wir da haben. Und hier sind das nur so 300 bis 500 Jahre. Also ist etwas besser noch. Gut, was kann man sonst noch so sagen zum historischen Umfeld? Das kennt man ja vielleicht nicht so. Ich lese hier auch mal ein bisschen was vor. Die wechselvolle politische Geschichte Chinas, Kampf regionaler Herrscher um Vormachtstellung, Aufstieg zur beherrschenden Großmacht Ostasiens, Emporkommen und Untergang verschiedener Dynastien, Eroberung durch die Mongolen, halbkoloniale Zeit, Eindringen der Europäer, Übergang zur bürgerlichen Republik und zur Volksrepublik umfasst reichliche 4000 Jahre. Hier haben sie quasi nur die ersten, hier haben sie fast schon 4000 davon stehen. Die Völker, die auf dem Gebiet des heutigen Chinas wohnten bzw. wohnen, gehören zu den ältesten und bedeutendsten Kulturvölkern, hatten wir schon. Einige Informationen über frühe mathematische, insbesondere arithmetische Kenntnisse besitzen wir aus der Mitte des 2. Jahrhunderts. Sie stehen mit einer schon hochentwickelten Astronomie im Zusammenhang. Bemerkenswert ist der hohe Stand der Verarbeitung von Bronze. Da sieht man 1500 vor Christus fängt da die Bronzezeit an. Die verschiedenen Bronze zu Gebrauchsgütern des täglichen Lebens, Gefäßen, Münzen und so weiter, schon während der Yin-Dynastie. Okay, das wäre aber erst ziemlich später, als da die Bronzezeit steht. Kometenbeobachtungen sind aus der Zeit der Zhou-Dynastie überliefert. Die verschiedenen Gestalten der Kometen wurden sogar in antiker Seide abgebildet. Sogar die Periodizität des heute nach Halley benannten Kometen wurde schon erkannt. Junge, Junge, die Kalenderbestimmung, unentbehrlich für die Landwirtschaft, aber auch für die Organisation des Staates, gehörte ebenfalls zu den wesentlichen Aufgaben der chinesischen Astronomen. Von 635 bis 522 vor Christus sind Bestimmungen der Wintersonnenwende überliefert. So, und dann das hier vielleicht noch, das ist jetzt sehr interessant. Bereits zur Zeit der Han-Dynastie legte man großen Wert auf Ausbildung in Mathematik. Und das ist da so vor Christus Zeit, 200 vor Christus. Es gab ein System der Ausbildung von 6- bis 8-jährigen Knaben. Und natürlich nur Knaben und natürlich nur aus privilegierenden Familien stammend. Beamte hatten sich in der Tang-Zeit, da 618 bis 906 fängt das an, ich hätte das mal größer ausdrucken sollen, an der Kaiserlichen Akademie einer strengen 7-jährigen Ausbildung in Mathematik und einer Prüfung zu unterwerfen. So, und jetzt wichtige andere Stationen sind dann natürlich noch insbesondere während der Zhou-Dynastie diese zwei großen Religionsstifter, der Konfuzius und der Lao-Tse. Ja, und dann, wenn Sie mal was über die Zeit der streitenden Reiche gucken wollen, dann schauen Sie sich den Film Hero an mit Jet Li. Müssen Sie aber ein bisschen mögen, dass sich so Leute mit Schwertern kloppen und so immer so absurd hoch in die Luft fliegen. Sonst ist das schwierig. Da geht es irgendwie drum, der Jet Li spielt da so einen Held, der den ersten Kaiser Qin da vor so verschiedenen Attentätern retten soll. Ist halt so ein Kostümschinken. So, und dann gibt es eben aus dieser Zeit da der Han-Zeit überliefert
sind so die ältesten Bücherfunde. Da steht es auch, weil der Kaiser Quinn hat halt eine Bücherverbrennung angeordnet aller alten Bücher, dieser erste goldene Kaiser. Hier nimmt jetzt auch langsam der Einfluss des Buddhismus zu, der kommt so aus Indien da ja rüber. So und aus, da gibt es eben diese neuen Bücher arithmetischer Technik, die stammen dann aus dieser Zeit der drei Reiche im Wesentlichen. So, in der Tang-Zeit wurde das Werk des Öfteren abgeschrieben, neuen Bücher arithmetischer Technik, und schließlich als Sammelwerk unter dem Titel 10 beispielhafte Abhandlungen über Mathematik eingegliedert. Da haben die quasi alles gesammelt. Und das wird dann 625 als hauptsächliches Lehrbuch für die Beamten eingeführt. Und da entsteht auch das, was man das konfuzianische Prüfungssystem nennt, das bis heute fortwährt und manchmal auch als Erklärung für die sehr guten PISA-Ergebnisse der Provinzen, die da aus China teilnehmen. Und das hat sich so in den ganzen asiatischen Raum verbreitet. Die sind da gewohnt, quasi von relativ klein auf immer so mehr oder weniger Knockout-Prüfungen zu haben. Und es entscheidet sich sehr früh der ganze weitere Lebensweg. Und es ist klar, dass man da unheimlich diszipliniert an diese Prüfung rangehen muss. Und das ist quasi ein Prüfungssystem, was seit 1000 Jahren etabliert ist. Natürlich lesen die da jetzt nicht mehr die 10 beispielhaften Abhandlungen über Mathematik, aber die sind immer noch ziemlich beispielhaft in dem, was sie so mathematisch können. Gut, das vielleicht zu dem historischen Hintergrund. Dann habe ich auch noch drinstehen, sehr, sehr interessant, wenn Sie mal was mit Untertiteln gucken wollen über die Zeit der nördlichen und südlichen Dynastien, die Serie Nirvana in Fire, die kann man komplett gratis im Internet gucken, muss allerdings mit Untertiteln vorliegen. Ist auch, und man muss 50 Stunden Zeit investieren, ist also ganz schön lang. Gilt so als das Game of Thrones für China quasi, ist aber wirklich sehr interessant zu gucken. Gut, wie sieht das mit den Zahlzeichen aus? Es gibt einmal dieses normale Zahlzeichensystem. Was hat das als Besonderheit? Das ist ein multiplikatives System mit Ziffern und Zeichen für Zehnerpotenzen. Jetzt kommt ja noch hinzu, also wenn so ein Chinese 4 schreibt, schreibt er das quasi immer so, wie das da steht. Die haben ja gar keine Buchstabenschrift. So, und wenn der 1000 schreibt, ist das auch immer dieses Zeichen. Das heißt, diese Unterscheidung, wenn ich jetzt hinschreibe 1000 und schreibe da so die Buchstaben oder ich schreibe 1000 und schreibe da so die Zeichen hin, die Unterscheidung gibt es ja gar nicht. Das ist mal eine Besonderheit. Und die andere Besonderheit ist aber, dass in diesem System, wenn man so schreibt, im Grunde genommen ganz gut ohne Null auskommt, weil man ja immer den Stellenwert mit angibt. Also man schreibt da 5000, so hier. Zeichen für die 5, Zeichen für die 1000, 200, 6, 10, also die machen das halt richtig rum, und dann hinten die 3. Und da braucht man keine Einheit mehr dazu sagen. Und damit hat man nicht das Problem, dass wenn jetzt ein Stellenwert mal fehlt, dass man dann irgendwie gucken muss, ist das jetzt 305 oder ist das 35? So. Das ist da mal der Unterschied. Es gibt dann doch irgendwann ein Zeichen für die Null. Das liegt daran, dass auch hier wieder eigentlich nicht mit diesen Zeichen dann gerechnet worden ist, sondern es auch wieder sowas, also später natürlich auch einen Abakus gab, aber vorher auch so Rechenbretter. Und auf diesen Rechenbrettern ist mit Stäbchen gerechnet worden. Also die essen, das ist jetzt culturally etwas insensitiv, wenn ich sage, die essen nicht nur mit Stäbchen, die rechnen auch mit Stäbchen. Sie hoffen, Sie verzeihen mir den billigen Gag. Da sieht man, wie das funktioniert. Also man legt so eine untere Reihe, vergessen wir erstmal, man legt halt ein Stäbchen, 2, 3, 4, 5. Und bei 6 legt man ein Stäbchen quer, sagt, das ist der 5er und dann geht das wieder weiter bis 9. So. Und warum ist das da einmal vertikal und einmal horizontal angeordnet? Weil man das nach Stellenwerten abwechselnd hingelegt hat. Hier sieht man das ganz gut. Also ne, 48.612, vorne liegt die 4, dann in anderer Schreibrichtung die 8, dann wieder in anderer Schreibrichtung die 6, dann wieder in anderer Schreibrichtung die 1 und wieder in anderer Schreibrichtung die 2. Und dann so weiter.
Jetzt merkt man auch schon wieder, also diese Linien, das glaube ich eigentlich nicht. Also normaler, das ist hier nur, damit man das besser sehen kann. Also die waren da nicht drauf. Aber man sieht auch wieder, dass das ja wieder eine Zahldarstellung ist, wo man im Grunde genommen durch Zusammenschieben der zwei Zahlen ganz gut addieren kann und dann unter Umständen eben Überträge hat und dann Stäbchen wegnehmen und in anderen Stellen Wert legen muss. Aber das Rechnen funktioniert ganz genauso letztlich bei der Addition und im Grunde auch bei der Multiplikation, wie das auch funktioniert an dem Abakus. Ich hätte das jetzt hier für die Multiplikation auch noch mit. Wir können mal einen Blick drauf werfen, aber gehen das vielleicht nicht ganz durch. Ich kann dann die eine Seite, darf ich glaube ich auch mal davon ins Internet stellen sonst. Das wird wohl. Also hier haben wir mal 529, soll gerechnet werden mal 722. Dann beginnt man damit, dass man die 722 in die 5er Stelle schreibt, in die 100er Stelle schreibt, da wo hier der 5er sitzt. Jetzt geht's weiter. Erster Schritt, da rechnet man jetzt 5 mal 722 aus. Und im nächsten Schritt schiebt man sozusagen, und wenn man das gemacht hat, nimmt man oben schon mal die 5 weg, weil, damit man dann weiß, aha, 5 mal habe ich es schon genommen, das liegt hier jetzt schon. Hier ist das schon in der Notation mit dem leeren Stellenwert. Irgendwann haben die dann angefangen, für den leeren Stellenwert auch diesen Kreis zu schreiben. Die sind halt mit den Indern in Kontakt gekommen, die das im Grunde genommen erfunden haben. So, und dann legt man die 722 in die 10er Stelle und jetzt geht das Spiel wieder vom Neuen los. Ja. Ist also im Grunde genommen genauso, wie wir schriftlich rechnen oder sehr ähnlich. Nur, dass wir nicht Stäbchen hinlegen, sondern einfach was schreiben und dann auch nichts wegwischen oder so. Aber im Grunde genommen funktioniert das, ist auch wieder das ganz normale Abakus-Multiplizieren. Ich habe es, glaube ich, nicht hoch genug geschoben. Also hier sehen Sie das, da ist jetzt der erste Schritt fertig. Oben ist die 5 weggenommen und jetzt gehe ich weiter, schiebe die 722 in die Stelle rein, rechne das da wieder aus und dann geht das so weiter. Dauert ein bisschen und irgendwann habe ich dann in der Mitte das Ergebnis liegen. Positive und negative Zahlen gab es auch schon. Das ist sehr verblüffend, weil sich das in Europa sehr viel später durchsetzt. Und die sind durch verschiedenfarbige Stäbe repräsentiert worden. So, und da muss man halt diese Regel kennen, dass ein roter Stab quasi einen schwarzen Stab aufhebt. Hier jetzt diese Darstellung gehört eigentlich zu der Gleichung, die da unten steht. So hat man eben Gleichungen geschrieben, dass man die Koeffizienten untereinander gelegt hat. Und dann sehen Sie auch, aha, die haben sich also schon sogar schon in dieser Zeit da so um 200 nach Christus mit Gleichungen vierten Grades beschäftigt. Ne? Also waren ungefähr auch da, wo der Diophant da war. Der hatte ja auch schon biquadratische Gleichungen gehabt. Aber die Darstellung ist gar nicht unclever. Wenn Sie das mal vergleichen mit diesem, ich schreibe mal alle Zahlen mit dem Alphabet, mit dem ich auch den ganzen Text schreibe, der da rundherum steht, was die Griechen da veranstaltet haben. Das war ja jetzt eher so grenzwertig von der Übersichtlichkeit. Da ist das natürlich deutlich übersichtlicher. So. Es gibt auch Bruchrechnungen. Auch das ist irgendwie okay. Ich habe irgendwie nichts gefunden, wie dann genau die Zahldarstellung da war. Leider, das muss ich dann für nächstes Jahr mal recherchieren. Regeln zum Kürzen sind da angegeben und auch Regeln zur Bruchaddition, auch für ungleichnamige Brüche. Und die funktionieren auch ziemlich so, wie wir das kennen, dass sie einfach sagen, also wenn die beiden Nenner gleichnamig sind, dann addiere die Zähler. Wenn die beiden Nenner nicht gleichnamig sind, dann multipliziere den einen Nenner mit dem anderen Nenner und multipliziere den Zähler mit dem anderen Nenner und multipliziere und so weiter und addiere dann. So stand das da auch aufgeschrieben in dem Buch von Katz. Ich wollte es aber nicht Englisch reingeben und zum Übersetzen war ich zu faul. Gut, das kann man sich da auch auf den Seiten dann in dem Buch von Katz nachlesen. So, jetzt machen wir aber doch mal was, weil das ist ja vielleicht ganz nett und könnte Sie auch an was erinnern. Außerdem müssen wir ja gleich noch eine Übung machen und da müssen wir uns ja mal was für angesehen haben. Das ist, wie wurden Quadratwurzeln bestimmt? Das kommt Ihnen unter Umständen bekannt vor, weil das ist eigentlich auch ziemlich genau dasselbe, was später unter dem Namen Horner-Schema bekannt wird. Die Idee ist die folgende. Man nähert, also ich suche ja jetzt wieder
die Seitenlänge eines Quadrats, das eine bestimmte Fläche hat. Jetzt sei mal, was da abgebildet ist, sei mal das ganze Quadrat. Jetzt fange ich mit einer, jetzt überlege ich mir dann auch noch 55.225. Okay, das wird ungefähr dreistellig sein. Oder das muss dreistellig sein. Also habe ich eine Zahl, die ich schreiben kann als 100 mal a plus 10 mal b plus 1 mal c. 100 mal a ergibt dann eine erste Näherung für die Fläche, aber da fehlen dann noch Dinge. Und jetzt malt man da immer diese Gnomone, genau. Also diese Winkelhaken da an die Seite dran. Und von denen kann man sich dann auch wieder überlegen, was die Fläche ist. So, jetzt, ich mal das Bild so grob ab, um zu zeigen, wie das dann funktioniert. So. Und so und so, 100a, 100a, 10b, c, 100a, 10b, c, 10b, c. Gut, und was wollen wir haben? 55.225. Gut, was ist jetzt der erste Schritt? Der erste Schritt ist, ich suche mir ein a, so das 100a Quadrat, was ja die Fläche von hier ist. 100a zum Quadrat, das größtmögliche a, so dass das gerade noch kleiner als 55.225 ist. Beziehungsweise ich suche mir das nicht, sondern der Herr Katzig hat sich das gesucht und festgestellt, das ist 2. 200 zum Quadrat ist 40.000. 300 zum Quadrat ist 90.000, ist also schon drüber. Also nehmen wir das. Muss ja ganzzahlig sein, weil das sollen ja Ziffern sein. Also haben wir dann 55.225 minus 40.000. Das ist sozusagen hier diese gesamte Restfläche, die da noch fehlt. So, ja, jetzt überlege ich mir wieder, wie sieht das mit der Restfläche aus? Ich lasse das C-Stückchen erstmal weg und gucke jetzt nur an, was kommt sozusagen hier und hier dazu. Da sage ich wieder, das wird dann ja sehr klein und kann vernachlässigt werden. Und das hier ist ja, hat da 100 mal a stehen und hier steht nur 10 mal b, dann wird dieses 10 mal b Quadrat, das ist so klein, da brauche ich erstmal nicht drauf achten. Das gucke ich mir dann erst später an. Gut, ja, das ist ja wohl so, dass sich da zwei so Rechtecke haben, die als eine Seitenlänge 100a haben und als andere 10b. Ja, jetzt forme ich das noch ein bisschen um. Da bleibt also hier stehen 15.225. Müsste sein größer als 2 mal 100a mal 10b. A ist 2, also 2 mal 200 ist 400 mal 10 ist 4000. 4000b. So, jetzt muss ich also ein b finden, so dass 4000 mal das b gerade noch kleiner als 15.000 ist. 4 funktioniert nicht, dann hätte ich 16.000, also nehme ich 3. Also sage ich jetzt b ist gleich 3. Ah, sehen Sie hier, jetzt kommt schon wieder das, wenn ich mich zu viel bewege, dass alles so etwas langsam wird. Und dem Rechner mal ein Päuschen gönnen. Hier. Oh. So. Okay, schauen wir mal. Überlegen wir mal weiter. Ja, was machen wir jetzt? So, jetzt müssten wir uns mal überlegen, was ist denn jetzt noch übrig für dieses C? Also da haben wir einmal die 55.225 minus sicherlich mal die 40.000. So. Dann geht da runter minus 2 mal 200 mal 30, sind hier diese Gnomonen-Ecken da, mal 30. Und jetzt gebe ich aber minus das 30 Quadrat, ziehe ich auch noch ab, weil jetzt gehe ich ja in die nächste Stufe und sage dann wieder, das C ist gegenüber dem B sehr klein. Aber das B ist jetzt schon eine relevante Größe und darf nicht mehr vernachlässigt werden. So und das ist ja wohl so, dass 55.000, irgendwo steht es hier, ja, minus zweimal, achso, hier fehlt erstmal noch die zweite Seite, das ist größer als
2 mal 230 mal C. Das ist die Restfläche. Warum? 200 ist die Länge, 30 ist die Länge und dann wieder zweimal das, dieses Dings. Und diesmal sage ich, das hier ist vernachlässigbar. So, ist größer als 2 mal 230 mal C. So, jetzt muss man das hier vorne alles rumrechnen. Und wenn man sich nicht verrechnet, kommt daraus, 2325 ist größer als 460 C. So, jetzt muss man wieder ausprobieren. Und da kann man dann sagen, C könnte zum Beispiel gleich 5 sein. So, und jetzt haben wir also unsere Zahl gefunden, 235. Und wenn Sie die quadrieren, kommt da tatsächlich exakt 55.225 raus. Das klappt aber nur, weil 55.225 von Anfang an eine Quadratzahl war. Ansonsten würde jetzt wieder ein gewisser Rest bleiben und man könnte das Späßchen weitermachen für ein Zehntel. Aber so funktioniert da die Rechenweise. Das muss ich dann gleich wieder aufblenden, wenn Sie die Übung machen, damit Sie sich daran orientieren können. Schön gerade richten noch. Gut, aber eine Sache muss ich jetzt noch zeigen, bevor es die Übung gibt. Nämlich die Berechnung der Kreisfläche. In den berühmten neuen Büchern arithmetischer Technik handelt das ganze erste Buch von Flächenbestimmungen, so mit Feldern und sowas. Und da wird auch die Aufgabe gestellt, ein rundes Feld hat einen Umfang von 181, sein Durchmesser ist 60 ein Drittel. Wie groß ist die Fläche? Antwort 2730 ein Zwölftel. Ja, da ist das scheinbar irgendwie mal genommen und dann nochmal dividiert worden. Stimmt, da gibt es halt vier aber der richtige Wert für Pi steht ja noch nicht drunter. An sich sollte das die letzte Zeile erst auf der dritten Folie aufscheinen, nachdem Sie die Übung haben. Also Sie wissen jetzt, ist es ein anderer Näherungswert für Pi als 314,64,625, beziehungsweise 3,14 plus, weil das ist ja für R gleich 10. Oben stehen vier Regeln. Die Hälfte des Umfangs mal die Hälfte des Durchmessers ergibt die Fläche. Das könnte Ihnen bekannt vorkommen, weil das genau die Formel ist, die wir letztes Mal hergeleitet haben beim Aristoteles. Das ist die Kreisformel vom Aristoteles, wo der mit diesem doppelten Reductio ad absurdum gezeigt hat, ein Dreieck, wo eine Seite der Umfang ist und eine Seite ist der Radius, also die Hälfte des Durchmessers, ergibt genau dieselbe Fläche wie der Kreis. Kann nicht kleiner sein, kann aber auch nicht größer sein als die Kreisfläche. Umfang und Durchmesser werden multipliziert, das Ergebnis wird durch 4 geteilt. Der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen, multipliziere das Ergebnis mit 3 und dividiere dann durch 4. Und die vierte Regel, also normal steht da immer noch davor, die erste Regel ist, und an meiner zweiten eine andere Regel ist, die dritte Regel ist und noch eine Regel ist, der Umfang wird mit sich selbst mal genommen, dividiere das Ergebnis durch 12. Tja, welcher die Quizfrage, die sich jetzt stellt, ist, sind die Sachen eigentlich gleichwertig? Gut, so, jetzt schauen wir mal, wie das mit den anderen Zahlen war. Da haben wir gerade schon festgestellt, durch Zwischenüberlegungen, dass das scheinbar nicht immer ganz genau so funktioniert, wie es hier steht. So, wir hatten 25, ne, was ist die Zahl? 569. So, jetzt würden wir ja hier wieder so ansetzen, dass wir sagen, 100a zum Quadrat soll kleiner sein als 26.569. Damit das hinhaut, darf das a zum Beispiel gleich 1 sein. Dann hätten wir hier 26.569 minus 10.000 soll größer sein als 2 mal 100a mal 10b. Beziehungsweise wieder umgeformt, 16.569 soll sein größer als 202.000b. Und jetzt ergibt sich an der Stelle scheinbar ein Problem. Ich könnte ja an der Stelle das b gleich 8 wählen. Wenn man das macht, wird es aber in dieser Gleichung negativ. Gut, und wenn man das mit 7 macht, wird es in der Gleichung auch noch negativ, behaupte ich jetzt mal.
Gut, und jetzt probieren wir mal aus, was passiert, wenn wir b gleich 6 wählen. Weil wir haben gerade gemogelt und einfach mal die Wurzel mit dem Taschenrechner gezogen und festgestellt, da sollte 6 sein. Hoffen wir, dass das positiv wird. 26.569 minus 10.000 aus dem ersten Schritt minus 2 mal 100 aus dem ersten Schritt mal 60 plus minus 60 zum Quadrat. So, das müsste jetzt mal einer ausrechnen. Taschenrechner hat da mal einer. Also 16.000 haben wir da. 500 Nebenrechnung. 16.569 minus 200 mal 60 ist 12.000. Klingt gut. 12.000, 60 Quadrat ist 360. Das sieht aus, als wäre das noch positiv. So, und wenn wir hier 14.000 hinschreiben würden, das sieht aber immer noch genau, dann hätten wir wahrscheinlich hätten wir da ein Problem. 3.600, danke sehr. Ich habe mich schon gewundert. Ja, ja, und dabei, wenn wir jetzt hier 14 hätten und 42, wären wir auch wieder größer. Also 7 wäre auch nicht okay. Man muss scheinbar immer prüfen, dass das in dieser Gleichung noch positiv bleibt, sonst hat man ja gar keinen Rest mehr für die letzte Ziffer. Das wäre das Problem mit der 8. So, gut, so jetzt hier so 0, 0 bis 9 ist 9. Keinen Borgen. So, 0, 0 bis 6 ist 6. 6, 0 bis 5 ist 9. Muss ich mir einen borgen? 4 bis 6 ist 6 ist nichts. 969 bleibt über. So. Hier hinten habe ich noch gar nicht geschrieben. Größer als. Was waren da nochmal für Zahlen? Ah ja, 2 mal und jetzt die Länge hatten wir gesagt, ist 160 mal C. So richtig gut sieht das aber immer noch nicht aus. Was 900, doch, könnte hinkommen. 969 muss sein größer als 320 C. So, also da wird das C wohl 3 sein, ne? Dass das noch erfüllt, das sieht gut aus. C ist gleich 3. 3 mal 3, 900 und 3 mal 60, das kommt genau hin. Mit der 3 passt das, weil jetzt bleibt dann auch genau noch die 9 über für hier dieses kleine Flächlein. Wir haben ja jetzt wieder nur diese Gnomone da berücksichtigt und dafür das kleine bleiben noch genau die 9 über, die wir hier über haben, wenn wir da 3 mal 320 rechnen. Und es stimmt auch, also 163 Quadrat ist gleich 26.069. Aber man muss hier aufpassen an der einen Stelle, Zusatzbedingung, wo das hier vorhin so schön geklappt hat, bei dem Beispiel mit Herrn Katz, dass der einfach das größte B sich gewählt hat, was man wählen darf, klappt das nicht, wenn dann in dieser Testzeile das Ergebnis negativ wird. Also das muss immer positiv bleiben, damit man noch Restfläche für das B und das C hat. So, das ist da die Begrenzung. Es ist also doch etwas komplizierter, als es auf den ersten Blick schien. So, darf ich so ein Übungsblatt nochmal haben? Dann gucken wir uns die anderen Sachen auch eben durch. Also, wir sollen zeigen, dass das alles äquivalent ist und mit welcher Zahl für Pi darum getan wird. So, schauen wir mal, wo wir denn das Pi in Reihenform haben wir hier. Der Durchmesser wird mit sich selbst mal genommen, multipliziere das Ergebnis mit 3 und dividiere dann durch 4. Der Durchmesser, das sind wohl 2r, wird mit sich selbst mal genommen, also 2r Quadrat. Multipliziere das Ergebnis mit 3 mal 3 geteilt durch 4. Ist ja wohl 3 mal r Quadrat bei C die Lösung. Ja, wie ist die richtige Lösung? Pi mal r Quadrat, also ist Pi gleich 3.
So, das war mal der leichte Teil. Pi ist 3 und jetzt müssen wir mal gucken, dass bei den anderen auch mit Pi 3. Der Umfang wird mit sich selbst mal genommen, dividiere das Ergebnis durch 12. Also hier steht U mal U durch 12. Jetzt mag der mich schon wieder nicht, der Rechner wird schon wieder langsamer. So, was ist denn der Umfang? Der Umfang ist doch wohl 2 mal Pi mal der Radius, ne? Also 2 mal 3 mal der Radius, mal 2 mal 3 mal der Radius und das Ganze dann durch 12 ist gleich 6 Quadrat. Ah, da kann man vielleicht auch kürzen direkt, obwohl geht auch so. 36 R Quadrat durch 12 ist hoffentlich auch wieder 3 R Quadrat. Ist also dieselbe Formel, die da angenommen wird. Und jetzt machen wir das noch für B. Umfang und Durchmesser werden multipliziert. Das Ergebnis wird durch 4 geteilt. Ja, Umfang schreibe ich mal direkt als 2 mal 3 mal R. Und Durchmesser ist mal 2 R und wird durch 4 dividiert. Ja, das sieht man, glaube ich, ne? Die Zweien kürzen sich mit der 4, bleibt also rüber 3 R Quadrat. Die Hälfte des Umfangs, also 2 mal 3 mal R halbe, wird mit der Hälfte des Durchmessers, also mal R, mal genommen, ist also auch 3 R. Ja, alles dasselbe in grün. So, jetzt hier zu dem Beweis da unten. Das ist jetzt vielleicht etwas mehr Arbeit. Wir fangen zumindest mal an. Also übliche Seitenbezeichnung ist, glaube ich, die Hypotenuse C zu nennen. Für die kürzere und die längere Kathete gibt es da meiner Meinung nach keine fixen Regeln. So, also B ist hier die Seite, die da oben liegt, da ist A. Jetzt müssen wir mal überlegen, was ist hier, ist also auch wieder A und hier oben ist wieder B. So, und das hier soll ein rechtwinkliges Dreieck sein. Dann sind aber dieser Winkel hier, ich nenne den mal X, und dieser Winkel Y, die sind ja dann, ergänzen sich auch auf 90 Grad. Das heißt, hier oben ist wieder das Y und hier unten ist wieder das X. Also hier sind tatsächlich auch rechte Winkel. Das ist schon mal eine wichtige Voraussetzung, ne? Dass da auch tatsächlich wieder hier ein Rechteck entsteht. Wenn das jetzt kein rechtwinkliges Dreieck wäre, wäre das ja gar nicht gegeben. Das muss man immer kurz prüfen, ob das auch passt. So, hier liegt wieder das rechtwinklige Dreieck. Da ist also der rechte Winkel. Okay, da liegt jetzt hier aber die Länge A und hier liegt die Länge B. Also hier diese grüne Länge ist A, da ist B, hier liegt wieder die Länge B, da liegt wieder die Länge A. Und dieses rote Dreieck, das ist dann offensichtlich, hat das die Seitenlänge B minus A. Auch okay. So, jetzt müssen wir wieder prüfen, ist das hier überhaupt ein Quadrat, was da reinkommt? Also wir müssen sozusagen sagen, hier kommt ein Quadrat rein, dann können wir was über diese blaue Dreiecke nachher aussagen. So, jetzt gucken wir erstmal. Hier soll also wieder hier liegt ja wieder die Länge B und hier liegt wieder die Länge A, also liegt hier oben auch tatsächlich wieder B minus A. Also das passt. Das Gelbe hat ja als Seitenlänge A. Und hier ist auch wieder A und hier können Sie wieder sagen, der Winkel ist sogar gleich wie der Winkel, ist gleich wie der Winkel, ist gleich wie der Winkel. Also ergibt sich hier auch wieder 90 Grad, weil die zusammen ja den auf 180 Grad wieder ergänzen. So, also ist das hier tatsächlich auch ein Quadrat? Das ist ja nicht ganz unwichtig. Warum das hier unten ein Quadrat ist, muss man noch gucken. Von dem hier behaupte ich mal, das wäre ein Quadrat. Und das Quadrat taucht auch wieder hier auf, weil auch hier ist wieder, hier wird es jetzt etwas schwieriger zu sehen. Da müssen wir nämlich langsam dann anfangen, mit dem Blauen zu argumentieren. Was ist eigentlich das Blaue? Das Blaue hat hier als Seite, die hier nochmal wieder auftaucht, offensichtlich wieder das B minus A. Das heißt, hier habe ich B minus A. Hier habe ich A und wenn ich jetzt hier B minus A habe, da habe ich B minus A und da habe ich A, dann habe ich hier auch wieder A. Sehen Sie das? Also A, hier liegt B minus A und hier liegt wieder B minus A, dann ist das A quasi einfach da hochgeschoben. Also das passt da auch wirklich rein. So, und das ist wieder ein rechtwinkliges, da liegt wieder ein rechter Winkel an und hier liegt auch wieder ein rechter Winkel an. Dass das da wieder passt, ist auch wieder klar. Hier habe ich A und hier habe ich B minus A, also ist das in Summe auch wieder B. So, und hier oben haut das auch hin, da habe ich wieder als Länge A, B, A.
Genau, weil das hier wieder hochgeschoben ist. Hier ist B minus A, das Gelbe ist auch wieder A und hier oben ist auch wieder B minus A. Also ist das da insgesamt auch wieder brav A lang. Ja. Genau, das ist auch wieder das A einfach ums B minus A hochgeschoben. Haut hin. So, jetzt müssen wir letztlich noch zeigen, dass diese drei Winkel da zusammen überhaupt 90 Grad ergeben und dass diese beiden Winkel 90 Grad, das sparen wir uns jetzt mal. Dann wären wir fertig. Dann hätten wir wirklich gezeigt, die Zerlegung ist allgemein möglich und hängt nicht von irgendwelchen besonderen Tricksereien ab, die die da gemacht haben. So. Man muss da ja immer darauf achten, dass das sieht immer so brav aus, dass da 90 Grad Winkel sind, aber natürlich muss man das argumentieren. Es gibt da ja ganz berühmte Beispiele, wo man so etwas ungenau gezeichnete Dreiecke hat und dann kann man die neu zusammenlegen und dann fehlt auf einmal ein ganzes Flächenquadrat. Deswegen müsste man bei solchen Zerlegungsbeweisen immer ein bisschen schauen, dass da auch wirklich die Winkel sich auf 90 Grad ergänzen. Ich bin jetzt aber gerade zu unlustig, um das für das blaue Dreieck auch noch zu machen. Ja. 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 Ja, na, das ist ein anderes X. Sorry, das hätte ich hier vielleicht Alpha nennen sollen. Das ist ein anderes, das ist ja nicht dasselbe. Das hier sind ja 45, das sind ja definitiv 45 Grad. Ne? Das sind ja definitiv 45 Grad, weil das hier ein gleichschenkliges rechtwinkliges Dreieck ist. Ne? Und jetzt müsste ich noch gucken, dass dann tatsächlich auch hier die Differenzwinkel passen. Also dass das Grüne plus das Blaue, dass der Unterschied von dem, das Grün plus Gelb plus Blau tatsächlich auch wieder 90 Grad ergibt. Jetzt habe ich aber, das Grün plus, hier habe ich Blau plus, ich weiß auf jeden Fall, dass das Blau plus der andere Grüne 90 Grad ergeben. So, und jetzt müsste ich dann wieder, ich sehe es, glaube ich. Sehen Sie, dass hier die Diagonale ist? Ja. Also Grün und Blau ergänzen sich genau auf 45 Grad, sehen Sie hier unten. Ne, weil hier, das ist etwas schlecht zu sehen. Ich male das mal so nach. Sehen Sie? Da ist genau die Diagonale, 45 Grad. Grün plus Blau ist 45 Grad und der gelbe Winkel ist auch 45 Grad, weil der war von so einem gleichschenkligen. Also haut das auch hier mit den 90 Grad hin. Jetzt sind wir fair. Und dasselbe Argument hier oben auch nochmal. Da kann man dann mit der anderen Diagonale mit hier argumentieren. Auch da kann man das wieder so machen. Also haut das tatsächlich hin. Ist ein allgemeiner Beweis, hängt nicht von den speziellen Größen ab. Sie könnten die Seitenverhältnisse bei dem Dreieck ganz anders wählen. Das würde immer noch funktionieren. Und ist tatsächlich, ist im Prinzip eine allgemeine Beweisfigur. Es gibt noch eine etwas leichtere, meiner Meinung nach, in dieser Sugnomon-Rechnung, Schattenrechnung. Da sind also lauter solche hier so mit diesem Gnomon da Rechnungen drin. Und da wäre es jetzt etwas einfacher, das hinzubekommen. Da sehen Sie, das ist schon sehr viel ähnlicher wie die typische Beweisfigur, die Sie vielleicht auch kennen. Nur in dem Fall ist es auch wieder mit diesem Differenzquadrat gemacht. Das ist dann für zu Hause mal, dass man sich das mal überlegt, ob das passt. Das übt auch, wenn Sie die Elementargeometrie noch bestehen müssen, dass Sie das mal sich überlegt haben, warum haut das da eigentlich hin. Funktioniert sehr ähnlich wie der Beweis, den wir gerade hatten. Wichtig auch da wieder, und das ist das, wo der Herr Gericke dann, also der Katz ist ganz begeistert und sagt, die hatten ja im Grunde genommen da schon den Beweis vom Pythagoras. Und der Herr Gericke da 1984 sagt so, für ihn ist das kein Beweis, weil es steht eigentlich nirgendwo, warum sich da als Gesamtfigur kein Achteck ergibt. Das meint also außen, dass das wirklich ein Quadrat ergibt oder überhaupt mal ein Viereck. Liegt ja an den 90-Grad-Winkeln und es ist aber nirgendwo im Text dieses Argument, dass hier eben immer die gegenüberliegenden Winkel rechtwinkligen Dreiecks aneinanderstoßen und deswegen das hier mit dem hier zusammen eben auch wieder aufgrund der Winkelsumme 90 Grad ergeben muss. Und erst dann hat man ja, dass da außen überhaupt ein Quadrat entsteht. Wenn Sie jetzt den Winkel verändern würden, würde ja im Allgemeinen ein Achteck hinhauen, dann funktioniert die ganze Argumentation nicht mehr. In dem Beweis. Und das ist das auch, also es werden gerne so Beweise in der Schule gemacht, in der dritten Klasse,
mit den Puzzeln. Also da hat man so ausgeschnittene Puzzleteile und legt die dann irgendwie zusammen. Das ist ja auch ganz nett. Aber ein Beweis im engeren Sinne ist das nicht. Also man müsste dann schon zumindest mit den Schülern mal darüber reden. Da wird sehr schnell ein Beweis raus. Aber dass man zumindest mal sagt, aha, also die Dreiecke waren alle kongruent, deswegen passen die Längen da. Und dann das eine zusätzliche Argument braucht man immer noch, dass die Winkel sich auch wirklich da auf 180 Grad ergänzen und da dann tatsächlich außen auch das Strecken sind und nicht irgendwie eigentlich sowas ist, was halt nur so ein ganz bisschen durchgebogen ist, dass man das nicht sieht. Weil sonst kann man alles Mögliche beweisen, wenn man auf solche Dinge nicht achtet. Und das, finde ich, dann ist dann Verfälschung. Also natürlich freut das die Schüler oder einige Schüler zumindest immer, wenn sie da so ein bisschen Tangram spielen dürfen. Aber ein paar Worte sollte man dann schon noch dazu sagen. Also so viel Zeit muss sein. So, das war jetzt die didaktische Gardinenpredigt zum Freitag. Das ist vielleicht wirklich verblüffend. Der Ihnen bekannte Gauss-Jordan-Algorithmus war halt 200 nach Christus den Chinesen auch schon bekannt und hieß Methode Fang Cheng. Aus drei Garben einer guten Ernte, zwei Garben einer mittelmäßigen Ernte und einer Garbe einer schlechten Ernte erhält man den Ertrag von 39 To. Das ist halt irgend so ein Hohlmaß. Aus zwei Gaben einer guten Ernte, drei Gaben einer mittelmäßigen Ernte und einer Gabe einer schlechten Ernte erhält man 34 To. Und aus einer Gabe guter Ernte, zwei Gaben mittelmäßiger Ernte und drei Gaben schlechter Ernte erhält man 26 To. Wie viel ist der Ertrag je einer Gabe einer guten, schlechten und mittleren? Ist also ein 3x3-Gleichungssystem offensichtlich. Wie ist das gelöst worden? Ja, ich kürze das mal ein bisschen ab, weil ich heute früher Feierabend haben will. So. Also hier ist das mal schön hingeschrieben. Die haben das halt so rumgeschrieben. Wir würden die Zeilen und Spalten vertauschen bei dem Gerät. Also hier haben sie die Gaben guter Ernte, Gaben mittlerer Ernte, Gaben schlechter Ernte. Erste Gleichung steht hier, zweite Gleichung steht hier, dritte Gleichung steht hier. So als Matrix quasi geschrieben, nur 90 Grad gegenüber der erweiterten Koeffizientenmatrix gedreht, die Sie kennen. Sie würden das ja... Ich weiß gar nicht, erweiterte Koeffizientenmatrix macht man ja, glaube ich, nicht mehr in der Schule. So haben wir das früher in der Schule geschrieben. So, und dann damit rumgerechnet. Was ja auch sehr praktisch ist, weil man sich das ganze X und Y hingeschreibe spart. So, wie ist dann weitergegangen? Immer multipliziere mit der Gabenzahl der guten Ernte der rechten Reihe die Zahlen der mittleren Reihe und nimm hintereinander die Reste. Das ist sozusagen, das sagt das Buch. Und jetzt kommt, was der Herr, also hier hört das auf, was in dem Buch steht. Jetzt interpretiert der Herr Gericke das. Ich möchte das ganz konkret vorstellen. Wenn zwei Gaben guter Ernte plus drei Gaben mittlere Ernte plus ein Gaben schlechter Ernte 34 To wert sind, so haben natürlich die dreifachen Mengen den dreifachen Wert. Und es ist auch klar, dass man von diesem dreifachen Block den Block 3 abziehen, eventuell mehrmals abziehen kann. So, was wird also hier gemacht? Hier wird ein Vielfaches, nicht das Dreifache von 2, 3, 1, davon wird abgezogen, Block 3, das Zweifache, mit dem Ziel, dass in der ersten Stelle eine 0 erscheint. Ja, das ist aber genau das, was Sie machen würden. Also, Sie würden das ja auch so machen. Sie würden sagen, ah ja, ich muss hier in der ersten Reihe, muss ich die 2 wegkriegen. Also nehme ich das erste Mal 3, nehme ich das erste Mal 2 und das zweite Mal gar nichts. Also es ist halt mit anderen Zahlen gemacht. Es ist eine andere, also es fängt hier von rechts an. Ne? Also der nimmt das hier mal 2 und das hier mal 3. Moment, so etwas besser zeigen, ja schon wieder so langsam. Das hier mal 3 und das hier mal 2. Umgekehrt. Das mal 3 und das mal 2. Mann, Mann, Mann. So, um dann da eine 0 zu erzeugen. Und die anderen beiden Gleichungen lässt da stehen. So. Ach so, ich habe das da. Hier die. Jetzt. Die hier wird mal 3 genommen. Die mittlere Ernte und die schlechte. Und das hier wird mal 2 genommen. So, und dann wird das aufaddiert. Genauso, wie Sie das auch machen würden. Nur, dass das hier transponiert ist. Und das geht dann so weiter, bis man halt in einer Zeile mal 36 und 99 alleine stehen hat, beziehungsweise hier sind das keine Zeilen, sondern Spalten. Funktioniert also wirklich ganz genauso, nur dass Zeilen und Spalten da gedreht sind. Man muss auch dazu sagen,
auch als wir diese Schriftzahlen gesehen haben, die ursprüngliche Art diese chinesischen Ziffern, der chinesischen Schrift ist schon von oben nach unten zu schreiben und dann von rechts anzufangen und sich nach links vorzuarbeiten. Aber die haben das irgendwann auch umgedreht, sodass die jetzt auch ganz normal von links nach rechts schreiben, die Zeichen. Und das war hier schon quasi umgedreht. Und die ursprüngliche ist aber von oben nach unten schreiben. Das wird jetzt aber nur noch in Gedichtbänden und sowas gemacht, sonst gibt es das nicht mehr. So, das ist fast das berühmteste Beispiel aus diesem Qiu Chang Zhuan Shu, neuen Bücher arithmetischer Technik. Sehr berühmt dadurch, dass sofort klar ist, das ist keine Anwendungsaufgabe, sondern das ist natürlich eine eingekleidete Aufgabe. Da will jemand das Rechenverfahren erklären und wählt irgendwie so einen halblustigen Kontext. Das ist also die Entsprechung dieser anderthalb Hühner legen anderthalb Eier in anderthalb Tagen, wie viel liegt ein Huhn an einem Tag? Frage, die ja auch eigentlich keinen Sinn ergibt, aber an der man gut klar machen kann, wie Proportionalitäten funktionieren. Und diese Aufgabe wird mit dem doppelten falschen Ansatz gelöst, den Sie wahrscheinlich unter der Regel, unter der Namen, naja, kommt drauf an. Die meisten von Ihnen kennen das wahrscheinlich, wenn Sie es überhaupt noch kennen, entweder als Regula Falsi oder, was wahrscheinlicher ist, hat man das früher auch genutzt beim Newton-Verfahren zur Bestimmung von Nullstellen. Das Verfahren wird hier eingesetzt. Also gucken wir uns mal an. Zwei Ratten graben sich gegeneinander durch eine dicke Wand. 5 Fuß ist die dick. Also auf der einen Seite ist eine Ratte, auf der anderen Seite ist eine Ratte, dazwischen ist Wand. Die große Ratte macht am ersten Tag 1 Fuß und die kleine auch. Die große Ratte macht dann am zweiten Tag 2 Fuß und die kleine Ratte macht aber nur noch 1/2 Fuß. Und so geht das immer weiter. Ist also nicht linear, wie die sich bewegen, sonst wäre es relativ klar, wo die sich treffen. Leicht auszurechnen. Und jetzt ist die Frage, in wie vielen Tagen treffen die sich? Und dann machen die das mit Überschuss und Fehlbetrag. Das heißt, sie ermitteln jetzt 2 Fehlzahlen. Also einmal, wo die Ratten sich gerade noch nicht getroffen haben, Fehlbetrag. Und einmal, wo die Ratten schon aneinander vorbeigelaufen sind, ganzzahlig. Und jetzt ist die Idee, die kluge Idee ist jetzt, ich gucke jetzt, um wie viel ist das dann falsch? Und dann teile ich genau in dem Verhältnis, wie das falsch ist, teile ich dann die Strecke auf, die dazwischen ist. Und da sage ich, ist die Lösung. So, können wir uns mal anschauen. Auch hier bin ich wieder zu faul. Beziehungsweise ich habe es schon vorbereitet zu Hause, so muss ich das sagen. So, aus dem Text von dem Herrn Führer. So, also Versuch mit 2 Tagen, dann ist die am ersten Tag ist die 1 Fuß gelaufen, am zweiten Tag 2 Fuß, ist also die große Ratte 3 Fuß gelaufen, die kleine Ratte ist am ersten Tag 1 Fuß gelaufen, am zweiten Tag 1/2 Fuß, also 1,5 Fuß, zusammen 4,5 Fuß. Es fehlen also noch 0,5 Fuß, weil 5 Fuß war die Wand dick. So, Versuch mit 3 Tagen, dann hatten wir 1 + 2 plus 4, ne, weil immer verdoppelt, ist 7. Und 1 + 1/2 + 1/4 ist 1,75. Haben wir also 8,75 Fuß, sind die schon 3,75 Fuß aneinander vorbeigelaufen. So, also bei 2 Tagen fehlen noch 2 Viertelfüße, bei 3 Tagen sind es 15 Viertelfüße zu viel. Der dritte Tag sollte folglich, so bestimmt ist die chinesische Lösung, im Verhältnis 2:15, das heißt in 17 Teile geteilt werden. Da fehlt aber noch irgendwas. Der richtige Zeitraum ergebe sich, wenn man um 2 17-Tage verlängere. Ja, man teilt das genau in dem Verhältnis 2:15, so wie die Fehler sind. Durch 17 teilt man es und dann nimmt man 2 davon. Dann hat man das, wo man da ist. Das wäre ein schönes Beispiel gewesen, auch irgendwie mit GeoGebra nochmal zu zeichnen. Grüß Gott nochmal. Ich hatte ja versprochen, dass ich dieses Beispiel mit den 2 Ratten Ihnen auf jeden Fall noch mal in GeoGebra hineinmache. Hier ist das jetzt, unsere Wand, die liegt mal quer. Hier ist die Ratte 1, da ist die Ratte 2.
jetzt bewege ich die mal einen Tag. So, nach einem Tag haben die sich beide einen Meter weiter nach innen gegraben. Nach zwei Tagen hat die zweite Ratte dann noch zwei Meter dazugelegt, beziehungsweise die erste Ratte ist das in diesem Beispiel. Und die zweite Ratte, die hat halt eben nur noch einen halben dazugelegt. Und jetzt geht das immer so weiter. Ich kann hier noch mal ein bisschen weitergehen. So sehen Sie, da schwupp ist die Ratte 1 schon durch die Wand durch nach drei Tagen. Und die Ratte 2, die kommt gar nicht auf die andere Seite durch, weil die bewegen sich beide auf so Exponentialfunktionsästen. So, wie kommt jetzt diese Näherung zustande, die wir da finden in dem chinesischen Text? Dazu schalte ich mal die Interpolation ein, die da drin ist. Moment, ich gehe mal wieder hier hin. Jetzt sind wir einerseits bei zwei Tagen. Da besteht noch ein gewisser Abstand. Sie haben sich noch nicht getroffen. Was fehlt da noch? Schauen wir mal nach. Hier unten habe ich das nochmal hingeschrieben. Zwei Viertelfüße, also ein halber Viertelfuß, sind die noch voneinander entfernt. Und jetzt gehe ich mal auf drei Tage. Jetzt muss ich ja wieder ein bisschen zurückscrollen. Das habe ich schlecht gemacht. So, da sind die jetzt 15 Viertelfüße voneinander entfernt. Und jetzt sagt die chinesische Lösung, jetzt nimmst du zwei Viertelfüße plus 15 Viertelfüße. Und jetzt sagt die chinesische Lösung, naja, wenn das hier im Verhältnis 2 zu 15 steht, dann ist der Treffpunkt der Ratten auch da, wo das im Verhältnis 2 zu 15 geteilt wird. Also nochmal, wenn die Entfernung sich verhält vom zweiten Tag zum dritten Tag wie 2 zu 15, dann muss man auch diesen dritten Tag in 17 gleich große Teile aufteilen, zwei Teile davon nehmen und da wird dann der Punkt sein, wo die beiden sich treffen. So, und wenn man das mal reinzeichnet, ich habe das hier durch diese geraden Stücke hereingezeichnet, dann sieht man, das ist im Prinzip genau die lineare Interpolation zwischen diesen beiden Stellen. Ja, das wäre das dann gewesen. Ich gebe den Link noch rein ins Video und dann sage ich Tschüss. Also sehr bekannte Aufgabe, die dann auch den Weg nach Indien und so weiter gefunden hat und immer wieder irgendwo auftaucht. Ähnlich geht das auch mit der nächsten Aufgabe, auch sehr bekannte Aufgabe, ursprünglich schon in dem Chang Chiu Ching enthalten. Und hier ist sie aber aufgeschrieben in einer Version nach Abu Kamil. Da wildern wir also schon in den Gefilden von Herrn Dörfler, der nächste Woche mit der, nächste Woche mit der arabischen Mathematik oder der Mathematik des Islam weitermacht. Die 100-Vögel-Aufgabe, die gibt es auch in verschiedenen Varianten. Für 100 Drachmen sollen 100 Vögel gekauft werden. Enten, Sperlinge und Hühner. Das ist jetzt ein zahlentheoretisches Problem, weil man, da gab es noch keine halben Hähne. Also da muss man ganze Tiere kaufen. So, deswegen ist das ein Problem der Zahlentheorie und nicht der Algebra. Eine Ente kostet 5 Drachmen, 20 Sperlinge, 1 Drachme, ein Huhn, 1 Drachme. Jetzt ist mal die erste clevere Idee von dem Abu Kamil. Ein Huhn ist 1 Drachme, ist schon mal super. Der stellt jetzt nämlich zwei Gleichungen auf. Eine, die sagt, was kosten die Tiere? Und eine, die aufstellt, wie viele Tiere sind es? Also wie viele Tiere sind es, wenn wir die jetzt x, y und z nennen, ist einfach x plus y plus z. Und die andere Gleichung ist Addieren der Preise. Und jetzt ist aber super, dass die Hühner genau Drachmen kosten, weil für die lassen wir dann einfach mal die Variable weg. Und dann kriegen wir das hin, weil wir, ne, schauen wir mal, wie der das gemacht hat. Also, wenn ich jetzt 100 Drachmen habe, jetzt sehen Sie, dass ich eigentlich auch nur das wieder abschreibe vom Zettel. Peinlich, peinlich. Außerdem muss ich erst ein bisschen wegzoomen. So, aber das sieht dann spontaner entwickelt aus. Ich halte das mal hier so ein bisschen Nebensbild. Also Sie haben am Anfang 100 Drachmen. Die Enten kosten 5. Ne? Die Enten kosten 5. Sagen wir, die Enten sind mal unser X. Für die 100 Drachmen, wenn sie x Enten kaufen, haben sie nur noch 100 minus 5 Drachmen. So, und die Sperlinge nennen wir mal y, die kosten ein Zwanzigstel, also minus y Zwanzigstel. Ne? Das ist hier die Preisgleichung. So, das ist sozusagen das, was übrig bleibt. Was hier hingeschrieben ist, ist jetzt das Geld, was übrig bleibt, um Hühner zu kaufen. Dafür steht dieser Term. Geld für, soll ich jetzt Händerl schreiben? Na,
Hühner. So, und andererseits bei den, haben wir natürlich noch die Gleichung 100 minus x minus y ist die Anzahl der Hühner. Die sie kaufen dürfen, wenn sie x Enten und y Sperlinge kaufen. So, weil aber jetzt Hühner genauso viel kosten, wie sie Anzahl haben, können sie das einfach gleichsetzen. So, und dann sind sie schon fertig. 100 minus 5x minus y durch 20 ist gleich 100 minus x minus y. Ja, das sieht jetzt super aus, ne? Eine Gleichung, in der x und y und ein paar Zahlen vorkommen. Daraus folgt also, y ist gleich, wenn Sie das irgendwann ausgerechnet haben, 80 Neunzehntel x. So. 80 Neunzehntel x. Y soll wohl eine ganze Zahl sein. Ja, da bleibt Ihnen aber eigentlich nichts anderes übrig, als dass Sie 19 Enten kaufen. Ne? Anders wird das wohl nicht funktionieren. So, also kaufen Sie 19 Enten. Ja, natürlich jedes Vielfache von 19 geht theoretisch auch. Aber wir probieren es mal mit 19. Kleiner als 19 darf es nicht sein, dann gibt es wieder halbe. Gibt es wieder halbe Sperlinge oder sowas, das wollten wir ja nicht. Also 19 probieren wir aus, dann hätten wir 19 Enten, 80 Sperlinge. So, das wäre also 19 Enten kosten 5 mal 19 ist 5 mal 20 minus 5 ist 100 minus 5 ist 95. Na, ja doch, nein. Schon, ne? Oder habe ich mich verrechnet? 45, peinlich, 45. So, 45 plus 80 Sperlinge, die kosten aber nur durch 20, sind 4, ist gleich 49. Das heißt, wir müssten jetzt noch kaufen dürfen 51. Sind doch 95, also 95 plus 4 ist 99, also darf ich überhaupt nur ein Huhn. So, ein Huhn, so. Gut, ist ja keine Deutschvorlesung. So, ein Huhn, gucken wir mal, ob das von der Zahl passt. Ja klar, 80 plus 19 ist auch 99, plus 1 haut hin. So, mit etwas Getue haben wir also die 100-Vögel-Aufgabe auch gelöst. So, das war die 100-Vögel-Aufgabe. Die gibt es in verschiedenen Varianten auch. Sie kennen das vielleicht auch so als etwas einfacheres. Da hat man dann so, also man hat so und so viel, man hat x Hühner und y Vierbeiner, also zum Beispiel Kühe. Und insgesamt hat man so und so viel Beine. Wie viele Tiere sind das? Das ist so eine etwas leichtere mit nur zwei Varianten. So, und die sind also entstanden im alten China und sind dann über Indien quasi dann auch in den arabischen Raum gekommen. Auch sehr bekannte Aufgabe, andere im Sun Tzu Zhuang Jing. Wir haben eine Anzahl von Gegenständen, wissen aber nicht genau, wie viele. Hat jemand von Ihnen schon elementare Zahlentheorie gemacht? Ja, dann dürfte Ihnen das vielleicht bekannt vorkommen. Wir haben eine Anzahl von Gegenständen, wissen aber nicht genau, wie viele. Zählen wir sie zu Dreien ab, so behalten wir zwei übrig. Das heißt also, wenn wir die immer in Dreierpäckchen packen oder für diejenigen, die schon elementare Zahlentheorie hatten, die Zahl modulo 3 ergibt 2 oder für die, die noch keine elementare Zahlentheorie hatten, wenn man die Zahl durch 3 teilt, bleibt ein Rest von 2. Zählen wir sie zu je 5 ab, so behalten wir 3 übrig, also durch 5 teilen Rest 3. Zählen wir sie zu 7 ab, so behalten wir 2 übrig. Wie viele Gegenstände sind es? Das ist das Problem der simultanen Kongruenz. Also Sie haben 3 Kongruenzen da stehen. Die Zahl ist kongruent 2 modulo 3. Sie ist kongruent 3 modulo 5. Sie ist kongruent 2 modulo 7. Und jetzt soll man das lösen. Und das ist als das Problem, das chinesische Restproblem bekannt oder chinesischer Restsatz. Das ist dann die Lösung. Hier wäre auch ein Lösungsverfahren in dem Gericke drin. So, das gucken wir uns jetzt aber nicht an. Da sage ich einfach so, warten Sie mal, bis Sie elementare Zahlentheorie haben, dann haben Sie es auch.
Hier ist auch die Lösung im Gericke. So sieht die Lösung aus. Jetzt müssen Sie auf YouTube dann Pause drücken. So, und wieder zurück. So, und das, aber das macht jetzt keinen Sinn, das vorzurechnen, wie das funktioniert hat. Da muss man ein bisschen mit Kongruenzen rechnen können. Aber es ist verblüffend. Also waren die da schon auch schon ziemlich weit. Etwas ungenaue Zeitangabe wieder bei dem Buch. Ja, und jetzt kommt schon Indien. Und bei Indien habe ich jetzt so ein bisschen gemogelt. Also Indien, das ist dann so, da war es dann gestern 21 Uhr. Und dann dachte ich, jetzt muss noch altes Indien vorbereiten. Das wird zeitlich alles ein bisschen knapp. Ja, ist aber nicht so schlimm. Da gibt es jetzt nur so eine quasi nur direkte Übersicht aus dem Wussing und Alten raus. Erste Zahlzeichen und geometrische Konstruktionen auch wieder im 3. bis 2. Jahrtausend vor Christus. Das ist irgendwie ziemlich konsistent, wenn man sich das überlegt. Ne? Also diese Hochkulturen in Indien, in China, in Mesopotamien, in Ägypten, das ist eigentlich immer um dieselbe Zeit, wo da so ungefähr die Schrift entsteht. Interessant, weil die ja getrennt sind. Also da gab es jetzt keine unmittelbaren Kontakte. Die gibt es erst später zwischen Indien und Mesopotamien. So schon um 1000 schon große Zahlen. Ich sollte, bevor ich das vorlese, doch noch was anderes oder hier PowerPoint-Karaoke damit mache, sollte ich noch was Richtiges vorlesen oder zumindest aus dem Gedächtnis dazu sagen. Eine große Schwierigkeit bei dieser altindischen Mathematik ist, dass diese Art, wie Geschichtsschreibung sich meinetwegen schon bei den Griechen dann durchgesetzt hat, also zu versuchen, so ja, irgendwie die Geschichte halbwegs objektiv aufzuschreiben und so, dass das eher nicht das indische Altertum kennzeichnet, um das mal vorsichtig zu sagen. Also die haben wahnsinnig viel ausgeschmückt, Legenden erzählt und es hat auch dazu, also man hat das eher gut gefunden, wenn man irgendwelche Erkenntnisse alten Göttern und so zusprechen könnte und die alten Überlieferungen sind auch vielfach in Reimform und dann sind sogar die Zahlen durch irgendwelche Gegenstände ersetzt. Eins ist immer der Mond und so weiter und das macht das dann unheimlich schwierig, obwohl es gewisse Funde gibt, aber die dann ja auch wieder eher so um, also nicht aus dem 3. und 2. Jahrtausend, da findet man nur so Einzelsachen, macht sehr schwer, die Sachen wirklich zuverlässig zu datieren. Und man wird dann auch sehen, so die wirklich interessanten Dinge, die da passieren, nämlich meinetwegen diese Erfindung der Null und so, die sind alle schon in einer Zeit, wo Kontakt mit den anderen Kulturen war. Also wo die Kontakt hatten mit dem mesopotamischen Raum, mit der ägyptischen Mathematik, mit auch griechischer Mathematik. Und deswegen kann man dann nicht so wirklich sagen, wenn da steht 5. Jahrhundert vor Christus, da wohl noch nicht. Das ist sozusagen alles noch, wo man sagen kann, aha, das ist sozusagen wirklich genuin für den indischen Raum oder durch Kontakt mit den Chinesen vielleicht noch, weil da war natürlich dann schon Austausch da. Aber was, wenn dann hier steht 6. Jahrhundert nach Christus, Iterationsalgorithmus zur Berechnung von Quadratwurzeln. Naja, also das ist nicht so unwahrscheinlich, dass die mit mesopotamischen Keilschrifttexten irgendwie in Kontakt gekommen sind oder mit Leuten, die lesen konnten und das dann daher haben. Sicherlich diese früheste datierte Benutzung der Zahl 0, aber sieht man da ja, Gvalior-Inschrift, das ist halt auch erst 9. Jahrhundert nach Christus. Das heißt eigentlich auch schon wieder wildern in den Gefilden von Herrn Dörfler, weil da sind wir natürlich schon knietief im Mittelalter. So, dann schauen wir uns zumindest abschließend mal diese erste Gvalior-Inschrift, wie sieht das denn aus? Leider kein schöneres Bild gefunden. Die erste Null der Welt ist hier. So, sehen Sie, das hier ist die Null. Das ist das erste Mal, dass ein Mensch die Null geschrieben hat. Habe ich hier aus Versehen zweimal dasselbe reingenommen? Ah ja, hier sieht man dann im 10. Jahrhundert auch schon Eigenschaften der Null formuliert, also das tatsächlich als Zahl akzeptiert und nicht nur als Platzhalter dafür, dass ich mir merken muss, an der Stelle liegt jetzt zufällig nichts. Das ist ja nochmal ein extra Schritt gewissermaßen. So, also hier ist die erste Null. Jetzt schauen wir uns auch noch an, wie sich die Zahlzeichen so entwickelt haben. So, also hier sehen Sie mal 3. Jahrhundert vor Christus, so ganz typisch eigentlich, so ähnlich wie beim Chinesischen. Und auch wie auch bei diesen ägyptischen hieratischen Schriftzeichen auch,
immer, die ersten Zahlen sind im Grunde genommen noch Striche. 1, 2, 3. Und dann, je nachdem, fängt irgendwann an. Hier sehen Sie bei dem Indischen, dass es gibt auch noch andere Zahlzeichensysteme aus dem Indischen, aus ungefähr der Zeit, da sieht man das auch. Die haben so eine Mischung aus Dezimalsystem und Vierersystem. Bei denen fängt halt bei 4 zum ersten Mal an, dass einem das zu blöd wird, die Striche immer untereinander zu malen. Bei China fing das halt erst bei 5 an, hier fängt es halt schon bei 4 an. So, und da sieht man aber schon, ah, schau mal hier, das sieht ja schon ziemlich aus wie unsere 6, 7, das noch nicht so. Und hier scheint es auch irgendwann eine Verschiebung gegeben zu haben, wenn man das sieht. Hier so das Zeichen, was da lange Zeit für 5 stand, sieht eigentlich unserem 4er sehr viel ähnlicher. Da scheint sich irgendwann mal was verschoben zu haben. Aber also spätestens ab hier Westarabisch Gobert, das ist eigentlich alles Dörfler. So was hier steht. Ja, so hat sich das entwickelt. Eine Sache vielleicht noch, was weiß man so über die Überlieferungswege? Über die Kontakte, also das ist ganz interessant, das beste Zeugnis darüber, wie und wann die miteinander in Kontakt gekommen sind, sind diese absurden Textaufgaben. Ja, also das, was in der Didaktik immer so ein bisschen anrüchig ist, ist letztlich das beste Zeugnis, weil man dann sagen kann, ah, dass sich zwei Leute so eine Vögelaufgabe überlegen. Unabhängig voneinander, dass man noch 100 Vögel kaufen soll für 100 Drachmen. Das ist ganz unwahrscheinlich. Das heißt, darüber kann man nachvollziehen, wie die Kulturen miteinander in Kontakt gekommen sind. Und hier auf dem Bild sieht man das so ein bisschen. Stehen jetzt leider keine Jahre dran, aber ist ja auch eine Literaturangabe. Kann man ja auch, wenn einen das interessiert, mal nachlesen. Die Bücher sollte es eigentlich alle in der Bibliothek geben. Also vielleicht auch noch mal für die, die später gekommen sind. Ah, die sind eh alle schon wieder weg. Nein, einer ist noch da. Am Anfang habe ich ein bisschen was erzählt dazu, was die Prüfungsfragen sind. Und dieses Thema war jetzt so etwas außer Konkurrenz. Ist nur erzählt worden. Wenn ich das nächstes Jahr noch mal mache, bereite ich dann auch Indien etwas früher vor, sodass da noch etwas mehr zu erzählen ist. Es wäre sicher noch interessant gewesen, aber das wird ohnehin das erste Thema sein, worauf Herr Dörfler etwas mehr einen Blick werfen wird. Man muss ja dann immer auch Sachen weglassen und wir haben ja zum Beispiel den Ptolemäus ganz rausgelassen bei den Griechen und der wäre natürlich interessant gewesen für die Entstehung der Trigonometrie. Und da sind zum Beispiel auch im frühen Mittelalter einige sehr wichtige Leistungen dann der Inder und insbesondere ist in der Trigonometrie ebenso wie in der Algebra ja dann ganz viel im mittelalterlichen Islam weitergegangen. Und das ist aber dann, das gibt es dann ab nächste Woche, nochmal wichtig zur Erinnerung, anderer Hörsaal und ab 13 Uhr und Papier und Stift mitbringen zum Mitschreiben. Ich danke dann erstmal, achso, ein Hinweis vielleicht auch noch. Normalerweise ist das ja so, dass die Lehrveranstaltungsevaluation jetzt immer schon zu 2/3 der Lehrveranstaltungszeit anfängt. Wir konnten aber die Abteilung für Qualitätsmanagement davon überzeugen, dass das etwas schwachsinnig ist, weil das hätte geheißen, dass ab nächste Woche der Evaluationszeitraum läuft. Und da hätten Sie ja noch keine einzige Vorlesung von Herrn Dörfler gehabt. Also ist das hier tatsächlich so, dass diese elektronische Evaluation der Lehrveranstaltung ist erst ganz am Ende des Semesters. Die beginnt wirklich erst Ende Jänner. Und wir gucken auch mal, dass wir vielleicht 2, 3 Fragen machen, dass Sie auch ein getrenntes Feedback irgendwie zu beiden Teilen geben können, wenn Sie das wollen. Ja. Wir sehen uns auch nicht bei der Klausur, da bin ich leider nicht da. Aber ich denke mal, Herr Dörfler kann auch Auskunft zu meinen Fragen geben, wenn es da irgendwie Fragen gibt. Wird schon funktionieren. Etwas Geduld dann mit dem Nachsehen, weil ich bin dann irgendwie bis Mitte, ich bin dann hier irgendwo.